Muss das okay. Holz sein? Ja. Ja, das Hexenholz. Weil wegen Hexen steht da drin. Dreh dir ein Besen oder ein beliebigen Stecken, steht hier. Und Stecken ist meines Wissens nach aus Holz. Ja, dann wird er seinen Kampfstab greifen und den Kampfstab auf dich schmeißen. Gut, das ist dann seine Aktion, aber also er fängt an zu zaubern und schmeißt er seinen Kampfstab entgegen. Mit schwarz und roten Verzierungen, das Holz erinnert dich so ein bisschen an das triefende Holz einer Dämonenarche. So, das war der Offizier, dann mache ich weiter mit den Ehrhalkengardisten. Machen die noch irgendwas? Die springen noch nicht runter, die werden die Treppe blockieren. 1, 2, der geht dahin, der geht dahin. Setzt er den auf einen von uns an oder sagt er nur allgemein? Mach mal Scherz. Was, der Radau oder das ja. Vorboss, der setzt ihn erstmal auf Abelmir. Ja, der muss sich entscheiden. Ja, auf Abelmir, klar. Okay. So, dann habe ich die oben, die sind immer noch am Zielen und dann fange ich jetzt mit meinem Famulus an. Das sind zwei freie Aktionen, zwei freie Schritte. Und dann springt er runter, das ist ein Trampelangriff, den ich jetzt einfach mal würfel. Sportlich. Das ist geschafft, dann darfst du ausweichen. Wie ist das erschwert, wenn ich am Boden liege? Ja, na klar, ich glaube um 5. Es gefällt mir nicht, sicher, dass es 5 sind. Du kannst ja mal ausweichend würfeln und dann können wir nochmal im Wege des Schwerts nachgucken. Erst einmal. Ich weiß nicht, ja doch. Eine 11, ja, könnte sich natürlich. Das ist so oder so nicht gelungen. Also am Boden, nee. Dann bekommst du jetzt den Trampelschaden vom Famulus, das sind nur 3W6 plus 8. Vermutlich mal einen Chip jetzt los. Sind 21, höchstwahrscheinlich. Mal gucken, wo will man die Trefferzone aus, wo er dich anspringt? Direkt in deine Magenkuhle. Kann ich meinen Chip verbrennen, um dies abzuwenden? Was soll dann passieren? Ich rolle mich doch noch in letzter Sekunde aus dem Weg. Er ist zu fett und bleibt oben hängen. Er springt daneben. Er überlegt sich, er hat Fahrrad Physikalität 1. Er sucht sich mitten im Flug ein anderes Ziel. Dann springt er erstmal daneben. Springt daneben und einfach nur runter. Kannst du jetzt diesen einen Trampelangriff abwehren, aber den nächsten, ich hätte nichts zu sagen. Wäre auch Bullshit, nee. Ja, da kann ich halt warten, bis ich tot bin und dann den Chip verbrennen. Dann bin ich zwar safe, aber raus. Naja, was willst du jetzt tun? Also willst du die 21 Schaden nehmen? Dann bin ich unter 0. Dann bist du unter 0, ja, dann verbrenn ihn. Dann bist du aus dem Kampf raus. Wirst das wohl irgendwie überleben, aber... Oder du verbrennst den Chip und sagst, du bist nicht aus dem Kampf raus, sondern er ist einfach daneben gesprungen. Dann fresse ich dir Abolon. Wenn er daneben springt, ist er nicht mehr im Nahkampf und ich bin nicht mehr safe. Dann springt er jetzt in die Magenkuhle. Ja, sorry Jungs, aber an dieser Stelle ist mir mein eigenes Leben wichtiger. Gut. Also ich nehme die Magenkuhle und dann bringe ich dir da einen Chip raus. Ich mach nur kurz, warte kurz. Es sind 21? 21 in den Bauch und Blutungsschaden könnte das halt noch kritischer werden. Ja, richtig. Ansonsten würde ich, glaube ich, mit einem oder zwei LEP überleben, aber es ist auf jeden Fall eine Wunde und damit auf jeden Fall. Vielleicht hat ja auch Boltak sowas wie ein reversales Balsam oder irgendwelche F-Heiltränke, aber... Heiltränke habe ich selber. Reversales Balsam, ja, sehr sinnvoll. Heiltränke habe ich selber. Das reversales Fulminictus. Ja. Okay, damit bin ich aus diesem Kampf raus. Wie viele Lebenspunkte hättest du? Würfel mal spaßeshalber die Wunden. Ja, 21 minus 6. Minus 6? Hast du noch eine 6er Rüstung? Ja, krieg ich 15, das ist eine Wunde. Du hast doch noch deinen Pfeilblütentee getrunken, was ist denn mit dir? Ich bin gegeißelt. Arroganz krass. Ich musste dich aber nicht selbst verletzen wieder. Die Nachteile muss man ausspielen. Wie du halbtot in die Kämpfe gehst, das habe ich bei Arbel schon bemängelt. Nachteile muss man ausspielen. Gut. Das war hart. Ihr könnt sehen, wie eine gewaltige, schwarz bebeulte Gestalt mit 4 Armen aus dem ersten Stock runterspringt auf Jalans Brustkorb. Es knackt einmal. Ihr könnt sehen, wie der Brustkorb von Jalan einmal nachgibt. Die Platten verbiegen sich nach innen. Es gibt ein blutspritzelndes, sprudelndes Geräusch. Jalan keucht einmal nur noch. Ihr seht eine rote Fontäne. Und dann steigt der Famulus zufrieden schmatzend von dem Brustkorb von Jalan runter. So, dann ist der Famulus durch und ich hatte vorgezogen, Jalan mit der 6 ist raus, Boltax darf noch mit der 16. Genau, ich habe 2 Aktionen. Ich sehe ja, dass die Schützen auch nicht zielen. Also, ja, so. Weil Jalan jetzt tot ist, genau, 2 Stück. Genau, hier drin und hier drin wäre ich jeweils nicht mehr
Nein, wärst du nicht mehr in Sichtweite. Aber wenn du rausrennst, können sie natürlich nochmal auf dich schießen. Ja, aber ich bewege mich ja. Na, sie haben ja diese Runde gezielt. Genau, sie haben auf dich gezielt, um ganz in Ruhe Erschwernis abzubauen oder Boni zu bekommen. Genau, aber das heißt, sie können jetzt noch nicht schießen, wenn ich hier runter reingehe. Nee. Gut. Sie haben eine höhere Energie, sie wissen also, was du tust, oder sie wissen dein Reflex, dass du da rein willst. Ja. Gut, dann hast du dich einmal bewegt. Nächste Aktion. Genau, nächste Aktion. Du kannst Jala natürlich auch hinter dir hören. Ja, genau. Ich weiß ja, was da passiert ist. Und ich denke mir, hey, keine Ahnung, was da eben runtergekommen ist, denn ich hatte mit sowas ja noch nie zu tun. Ich fange erstmal an. Ich weiß nicht, ob das Ding mich gesehen hat oder ob mich das Ding überhaupt sehen wird, aber ich zaubere in Dunkelheit. Gut, dann zaubere dann Dunkelheit. Wir haben hier ein 2 Irrhalten-Gardisten. Ich wandle einfach mal um, weil umwandeln ist einfach schneller, als wenn ich jetzt pariere. Das heißt, ich greife zweimal Kieras und zweimal Isorun an. Das können wir gleich machen. Und ich würde gerne die Zauberdauer halbieren. Ja. Ist die beweglich? Nein. Die ist um mich herum. Also ich bin im Zentrum der Dunkelheit. Das heißt, sie ist doch beweglich. Gut. Ja. Mhm. Da. Dann würfel ich in der Zeit schon mal die erhalten Gardisten aus. Sie treffen auf die 19. Ja, ich glaube, die Distanzklasse ist nicht so relevant. Ach Quatsch, plus 3 ist es. Das wären alles Treffer. Ich hatte keine Wuchtschläge oder sowas angesagt. Wäre ganz normaler reißender Schwertschaden. Möchtet ihr parieren? Ja, einen davon kann ich parieren. Gut, dann kannst du schon mal anfangen. Isarum, möchtest du ausweichen? Ich habe jetzt gerade den Überblick über die Kampfrunden verloren. Ist das ja schon eine neue? Nee, du bist eben gerade angelaufen. Die hatten noch nicht gehandelt. Weil dann bin ich ja gesprintet und kann somit... Parieren kannst du nicht mehr, kannst du noch ausweichen mit Verlust von Initiative. Ja, richtig. Voll blöd. Du hast ja einen Armatros, denk daran. Ja, komm, ich fress den Schaden jetzt. Macht eigentlich ein reversales Armatros. Kieras hatte pariert, dann gebe ich euch dreimal 2, 3. So, das ist plus 7. Also Kieras bekommt ein... Kann ich auch sagen, dass ich für Isarun pariert habe? Hast du Formation? Nein. Dann kannst du das nicht. Dann bekommst du 9 TP und Isarun bekommt 8 und 8 TP. Die Trefferzone können die ausrüsten. Wenn das Relevanz wäre. Spine. Dann habe ich nämlich mit allen vorgezogen und dann können wir jetzt gleich in die nächste Kampfrunde gehen. Es gibt noch eine Trefferzone. Dann wird das erste Mal fortgekippt. Nächste Kampfrunde. Und zwar fängt Boltax an. Es sei denn, jemand will vorziehen. Naja, also erste der letzten habe ich ja noch gezaubert. Das wäre meine erste Zaueraktion, weil ich Zauberdauer halbiert habe. Jetzt die zweite und die dritte in dieser Kampfrunde. Also am Ende bin ich dann mit der Dunkelheit durch. Gut. Für eine Spielrunde, ja. Du siehst, wie vor dir drei Menschen in einem Käfig sitzen. Zwei Männer, einer ziemlich alt und auch eine Frau, die auch mit den Siegeln der Stelle Rommelis ausgerüstet ist. Scheint sich dabei wohl um eine menschliche Wache zu handeln, eine Torwache. Okay. Für die habe ich jetzt gerade aber keine Zeit. Okay, ich wollte es dir nur ansagen. Ja. Warum ansonsten leer? Okay. Ich würde gerne etwas in dieser Radau, hat er den verkürzt? Zwei Aktionen braucht er. Der hat ja die ganze letzte Aktion gezaubert, den es fliegt. Er braucht 4 Aktionen für Radau. Genau, verkürzt. Auf 2 Aktionen. Gut. Frage, Boltax, was ist jetzt? Ja. Eine Aktion hast du noch. Wie gesagt, er braucht insgesamt 3 zum Zaubern. 3? Gut. Genau, deshalb. Dann bist du jetzt durch. Richtig. Am Ende der Runde kommt dann die Dunkelheit durch. Dann will Abel mir mit der 18 vorziehen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt eine Bewegung stören, wirken verkürzt. Ah, da hat jemand dazugelernt. Haha. Von meinen Bewegungsstören-Zaubereien. Bewegung stören. Und der Zauber gelingt, das Ziel zu Boden zwingt. Ist eine plus 3. Auf den Stab natürlich, ist klar. Mhm. Plus 3. Eintragen. Mal gucken.
Wie lange braucht der Zauber? Zwei Aktionen. Zwei Aktionen? Genau. Also vier Aktionen, verkürzt zwei Aktionen. Na gut, da kann ich dich aber vorher noch einmal versuchen zu treffen. Ist ja die Zeit gleich? Oder kann er ja. Nö, also der fliegt auf dich zu, dann ist er nach der ersten Aktion durch und dann. Also einen Schlag gebe ich dir jetzt noch mit. Ist nur ein Kampfstab. Nur plus 2 wären 8 TP. Du kannst natürlich auch. Nee, kannst du nicht parieren. Er muss ja attackieren erstmal. Und dann mit einer Attacke von 12 erstmal. Stimmt, du hast recht. Öfter. Gut. Ich würfel, weil ich so nett bin, ich würfel den weg, W6 nochmal. Und trotzdem nur 5. Kann ich parieren, ja? Nee, kannst du nicht, weil du gezaubert hast. Kannst frei ausweichen. Wie viel? 5 Treffer? Ausweichen, wenn du initiieren auf 5. Brauche ich hab den Rüstschutz von über 5 insofern. Ja, dann stell dich nicht so an. Gut. So, dann nur nachdem, was ich gerade gefressen habe, brauchst du dich, glaube ich, nicht zu beschweren. Aber mir hat vorgezogen. Bewegungsstören, ist der durchgegangen? Der hat geklappt. Ja, ja, ist geschafft. Dann fällt vor dir der Kampfstab, nachdem er dir einmal auf den Kopf gehauen hat, zum Boden. Habe ich noch eine Aktion? Nein, du hast zwei Aktionen gezaubert. Alles gut. Möchte noch jemand vorziehen? Hey, ich will erstmal wissen, was die Viecher machen. Genau. Die oben sind gerade immer noch ganz genüsslich am Zielen. Das erste Ziel, was sie sehen, würden sie dann noch erschießen. Jalan ist nicht mehr von Interesse, der ist tot. Der Fahrmodus bewegt sich. 1, 2, 3, 8. Bewegt sich auf dich zu. Läuft komplett auf mich zu. Ach komm, er bewegt sich auf dich zu, hat genug Lebenspunkte. Okay. Hat keinen Angriff mehr, aber steht dann vor dir. Ja gut. Die anderen wandeln um und schlagen wieder zweimal zu, jeweils zweimal. Ja, da ziehen wir doch vor, oder nicht? Jungs, ja, auf Mädels. Jeden Fall. Eins, zwei, die springen hier rüber. Und zwar möchte ich auch zweimal zuschlagen. Ja. Ich will dreimal zuschlagen. Bring sie um. Gut. Dann habe ich sämtliche Bewegungen. Ist irgendwer von uns zuerst dran? So, dann fangen wir an. Wir fangen an mit Kiaras. Ja, ich hau dreimal zu. Ja, los. Trifft. Oh, Kiara. Wunderschön. Sie haben umgewandelt, sie werden auch nicht parieren. Du kannst dann schon hinterher würfeln. Oh. Dreimal Damage. Okay, das ist der erste. Das ist der gedoppelte. Oh, das schreibe ich mir einmal auf. 22, 32, oh, okay. 42 Damage. Ja, warte. Wir machen erstmal 10 minus 6 sind 4. Und auf den gleichen 11 minus. Ne, 11 ist verdoppelt. 11 war der Crit. Erst einmal verdoppelt sind 22 minus 6 sind 16. Das ist auch eine Wunde. Ich glaube, die Selbstbeherrschungsprobe ist gar nicht so wichtig, aber ich würfel sie trotzdem einfach für dich. Kommt da ja auch zusammen. Ne, das sieht gut gelungen aus. Und dann haben wir nochmal eine 10 minus 6 sind nochmal 29 dp Schaden. Und dann hast du deine drei Aktionen umgewandelt. Kiaras mit der 26 ist fertig, Rafim darf. Ja, ich greife auch dreimal an. Ja. Fünfer Wuchtschlag natürlich. Ich wollte gerade sagen, du hast auch wieder dazugelernt. Fünfer Wuchtschlag. Mhm. Ja. Das sind 22. 22. Zum Schutz 4 hat er Farm. Und 21. Komm, das Ding ist umgeklatscht. 22 minus 4 sind 18. Minus. Ah, nochmal 18. Nochmal 18. Also, und dann 17. 36 und dann nochmal 17. Ja. Und Taschenrechner auf. 36 plus 17 und 53. Er hat 50 Lebenspunkte. Kaboom, mein Junge! Beschreib die Szene. Ja, der ist viel, rennt auf Rafim zu. Rafim hat noch gerade sein Schwert gezogen, noch einmal Mira auf den Kopf getätschelt, sieht das hässliche Vieh vor sich, reißt sein Schwert aus vom Rücken runter und fängt direkt an, das Vieh mehrmals in den Kopf zu schlagen, bis sein Kopf endgültig einfach abspritzt und seine ganzen Innereien und was auch immer das da ist, einfach vor ihm zu Boden sinkt. Ja, du siehst, dass die humanoide Gestalt aufhört, die Form zu behalten. Die Hände, die Münder, die Augen
ploppen aus ihm heraus und du siehst, wie er zu einem schwarz-grünen Masse wird, die dann einem der Reihe ähnelt. Stimmt, und dann ist der Rafib fertig auf der 24 Iserunter vorziehen. Ja, ich mache jetzt einen Wuchtschlag 6. Ja. Einen Moment. Rafib ist auch schon echt Stunts, ne? So, und den zweiten mache ich jetzt auch einen Wuchtschlag 6 rein. Wenn er nicht gerade gegen Oronische Skalpelle kennt. Der hat nicht geklappt. Gut, dann bleibt es bei den 12 hier. 12 minus... Ja, kriegst du 8 Schaden. Was? Nee, die haben 6, nicht... Ach, 6, vergiss ja, 12, es. 12 minus 6 sind 6. Gut, dann darf ich jetzt zweimal zuhauen mit meinen hier Halkengardisten, die vor euch stehen. Ich fange an mit 2 Würfel auf Geras. Der erste ist gelungen, der zweite nicht. Weil plus 4 schafft er auf die 19 dann nicht mehr. Dann gebe ich dir einmal den Schaden. Das sind 11. Kannst du selber bitte mal auswürfeln, wohin. Und Isarun würde ich zweimal treffen. Okay. Dann ist das der erste und der zweite. Und einmal 12 und einmal 8 in deinen Bauch und nochmal in dein Torso. Was hast du an Rüstung insgesamt? 6. 6er. Ne, du hast einen 4er natürlichen Rüstungsschuss und nur 2. 2 von meinem wattierten Waffenrock. Darfst du nicht mehr? Hast du keinen Dispens für mehr starke Kleidung? Nein. Nein. Kriegt man generell nicht. So, habe ich noch irgendwelche anderen? Ich habe keine Sichtlinie zu Boltax. Ich habe hier oben noch welche, die sind gerade über diesen Abhang gesprungen. Die haben sich also auch schon bewegt und laufen jetzt auf Abel mir zu. Und der Offizier Tess Phobos nickt hier bestätigend zu und fängt an zu klatschen. Bei Aktion. Nächste Kampfrunde kann er wieder... Nee, nächste Kampfrunde kann er wieder handeln. So, nächste Kampfrunde. Jalan auf der 6 ist tot. Wir fangen mit Boltax an. Wird erstmal schwarz. Mein Zauber ist ja jetzt durch. Korrekt, Dunkelheit. Genau, Radius von 5 um mich rum. Alles um 8er Schwert, ne? Für die anderen? Für die anderen. Ja, genau. Dunkelheit, Dunkelkampf. Richtig. Ja, das kommt an die anderen nicht ran, 5 Schritt. Ja. 5 Schritt Radius. Und halt beweglich, wenn ich mich bewege. Ja, wo geht's los? Also, genau. Sich bewegen? Ja, nee, ich würde mir erstmal jetzt die Leute, die hier in dem Raum, beziehungsweise den Käfig in dem Raum ansehen. Ist es überhaupt ein Käfig? Kann ich den irgendwie aufmachen, aufbrechen? Du kannst natürlich Gewalt anwenden, du könntest auch Schlösser knacken, du kannst natürlich auch irgendwas anderes mit diesem Erz machen, das ist verhüttetes Erz. Ganz normaler Käfig, Metallstangen. Es sieht so aus, als ob die hier gelagert werden. Wenn also die Leute vorne am Tor, die da gefangen genommen wurden, befreit worden sind oder wenn die irgendwie wegsterben, verhungern, dann kann man aus diesem Käfig neue anbringen an dieser Falle. Also ganz diabolisch. Und okay. Die sehen heruntergekommen aus, verdurstet, spröde Lippen. Kann ich den Käfig also einfach irgendwie aufhebeln? Du hast ja gesagt, da liegen noch weitere Stangen rum. Dass ich den Punkt suche, wo ich den an... Also ich weiß ja nicht. Mit einer Mechanikprobe vielleicht. Okay. Könnte auch sein, dass der Käfig dann... Also er ist schon ziemlich schwer, aber eher wirklich grobe Gewalt oder, wie gesagt, Schlösser knacken. Was wäre dann? Also wie gesagt, grobe Gewalt mit Mechanik verbunden. Dann gib mir mal eine Mechanik plus 5. Oh. Ja gut, plus 5. Plus 5, plus 14 würdest du sogar packen. Dann beschreib mal die Szene. Ja, ich nehme mir eine entsprechende Stange, setze sie so an die eine Ecke und an die Tür und lehne mich dann mit meinem ganzen Gewicht, meiner ganzen zwergischen Masse dran und hebel den Käfig dann ein Stück weit auf. Würfel mal ein Plus- oder Minuswürfel? Was? Unter der Chatbox. Unter der Chatbox Plus oder Minus der W6. Ja. Mhm.
Ja, du siehst wohl, wie die Waffen, die sie geführt haben, zumindest diese die Torwache, die hatte da wohl ehemals eine Hellebarde, sind ebenso weggesperrt und für dich unerreichbar. Also sie können nicht bewaffnet werden, zumindest nicht mit ihren eigenen Waffen, die sie in einem Bann irgendwo mal dabei hatten, wurde ihnen eben alles abgenommen und sind nicht in diesem Raum. Gut, dann wäre das meine erste Aktion gewesen. Und in der zweiten Aktion würde ich ihm dann sagen, ich bin hier in der Dunkelheit, folgt mir, wenn ihr überleben wollt. Gut, dann ist Boltax durch. Ihr Halkengardisten, die leben noch, die würden wieder angreifen. Ihr dürft vorziehen. Wollt ihr das? Ja, gut. Ja, dann wollen wir das. Doch, natürlich möchten wir. Gut, dann fangen wir mit Kieras wieder an auf der 26. Ja. Hi. Dreimal getroffen, dreimal Schaden. Gar nicht so gut. Einmal 2 Schaden. 2 minus 3 minus 2 sind 2 und 2 sind 4 und 3 sind 7. Reicht noch nicht. Ist auf alle Fälle schon gut am Bluten, aber ist noch weiter des Kampfes lustig. Afim könnte vorziehen. Ich möchte erst mal wissen, was die ganzen Gegner tun. Ich bin ja vor allen dran. Ja, die beiden greifen weiter Kieras und Iserun an. Okay. Du siehst, wie hier oben sich jetzt welche Abelmin nähern und auf ihn zulaufen, ihn so ein bisschen einkesseln, einkreisen. Er hier hat aktuell noch nicht so viel vor, möchte bald zu einem Zauber ansetzen. Du sprichst, glaube ich, kein Zayat, ansonsten kannst du eine Magiekunde. Ja, gut, also er fängt an wieder zu zaubern mit Konzentration auf Abelmir. Das heißt, Abelmir könnte da auch jetzt sehr in Bedrängnis sein. Und ansonsten weißt du nicht, was sonst passiert. Okay. Ja, dann ziehe ich auch vor. Warte mal, ich gehe mal dahin. Eine Aktion dann, Position. Genau, und dann 5er Wuchtschlag dem Jungen in die Fresse. Dann Schaden. Das reicht. Tötet sie! Das ist der erste Ehrhalkengard ist tot. Auf wem hat vorgezogen? Iserun. Ja, ich mache wieder einen Wuchtschlag 6. Diesmal möchte ich mir aber eine Aktion für die Parade aufsparen. Okay. So, der hat getroffen. Dann schauen wir mal. Das wären 12. Möchtest du eine Trefferzone? Nee, brauche ich nicht, weil 12 minus 6 sind immer noch 6. Und das ist nicht bei seiner Wunschwelle. Gut, dann greife ich dich an. Abelmir dürfte natürlich auch noch vorher ziehen, wenn er will. Ein Blitz, ich finde, verkürzt verlängert Zauberdauer, also 2 Aktionen. Ganz genau. Zauberdauer geht bei Blitz, ne? Dann normal halt auf alle drei, also auf diese beiden Gardisten und auf den Zauberer. Ein Blitz, ich finde. Ja, höchste Magieresistenz ist 7 plus Anzahl der Gegner sind dann plus 10. Gut. Hast du von dieser Runde zugelehrt? Das hat nämlich letztes Mal auch gut geklappt. So, schauen wir mal, ob es klappt. Boah. Hast du noch einen Chippy? Ich hab noch einen Chippy, wo die einsetzen. Die 18 noch. 12. Die 18 würfeln. Neu würfeln. Die Gewandtheit. Na, siehst du. Geschafft. Ich habe also jetzt noch 9 Punkte, oder? Ne, 7 Punkte. 7 Punkte übrig. Das heißt, wir sind für 7 Aktionen... Nein, 7 halbe, also 4 Aktionen geblendet. Für allein ZF, also 7 Punkte auf Attacke Parade. Hast du damit schon die MR überwunden? Ja, plus 10. Die kommt mit der Zauberprobe rein. Plus 10. Die höchste ist eine plus 7 von dem Offizier. Wie gesagt, 7 Punkte gleichmäßig auf Attacke und Parade verteilt, können keine gezielten Aktionen machen und die Ini sinkt um 15 Punkte. 15 Punkte, wie ist der Zauberschwert? Um 15 oder um 7? Um ZF, die ZF-Aktion. ZF-Punkte auf die Ini kriegt er, oder meinst du jetzt?
ob der Zauber von ihm um die 7 erschwert ist oder um die 15? Er ist um ZFP-Punkt erschwert. ZFP, okay. Das sind also plus 7. Gut, dann würde ich trotzdem falls suchen zu zaubern. Die anderen bewegen sich auf alle Fälle auf dich zu, auch wenn sie blind sind. Sie schreien, können sich aber trotzdem bewegen. Haben dann aber... haben sie noch eine zweite Aktion? Sie haben keine gezielte Aktion. Eine gezielte. Sie können also keinen Wuchtschlag oder sowas ansagen. Die können Busse herumfuchteln, mehr weniger. Ja, ich versuche trotzdem mal dich zu hauen. Ich fange erstmal an mit dem Zauber. Der ist um 7 erschwert. Ja. Wenn du möchtest, darfst du noch eine Magiekunde würfeln. Ja. Ob das brauchst du, also ja, es ist halt wieder, es ist wieder eine plus 15, weil es ist einfach ein... Okay. Du hast noch nie mit Schelmen zu tun gehabt, das ist das Problem. Mit Schelmen? Okay. Nein. Es geht um die Art des Telekinese-Zaubers. Du bist auch kein Telekinese-Experte, sonst könntest du das unabhängig von Schelmen-Zaubern ableiten. Magiekunde, du hast keine Ahnung, was er zaubert, das hat zumindest nicht geklappt. Dann kommt das reißende Schwert auf dich zu. Er braucht ja Sichtlinie zum Zaubern. Er kriegt nur ein Erschwernis für die veränderte Technik. Hat ja nicht geklappt. Ach so. Hat nicht geklappt, du weißt auch nicht, was er spricht. Alles klar, ich wollte bloß sagen. So, zweimal nicht getroffen. Beschädigungswurf, das ist tatsächlich ein Patzer, weil mit den geblitzten Werten könnt ihr mir mal bitte einen Patzerwurf auswürfeln. Stolpern, er verliert Initiative. Ich glaube 1W6 ist das. Dann ist er tatsächlich irgendwie bei 0 und kann halt gar nichts mehr machen. So, dann habe ich die beiden oben abgefrühstückt. Abel, mir hat sich da gerade mit dem Blitz, ich finde, in letzter Sekunde gewehrt. Die anderen sind immer noch im Scharfschützenmodus. Iserun habe ich schon angegriffen, oder? Nein, du hast mich noch nicht angegriffen. Dann würfel ich jetzt Iserun. 1, 2. Oh, Jungs. Einmal getroffen. Ah, den Patzer möchte ich nicht parieren. Mir gedacht. Huch, ich habe auf den falschen Button geklickt. Ist aber das gleich. Das ist eine 8. Dann hast du pariert. Gut. Kampfrunde sollte, glaube ich, durch sein. Nächste Kampfrunde, Janin ist tot mit der 6, Boltag 16. Ey, hör auf, das jedes Mal wieder zu sagen. Also, ich würde denen jetzt folgende Anweisung geben. Passt euch alle an den Händen, dann führe ich euch hier raus. Mhm. Dann kannst du sie mitziehen. Genau. Mit der Token, einmal umkreisen. Ja, richtig. Und dann in der zweiten Aktion mit ihnen zusammen, so im Gänsemarsch. Also ich packe dann den vordersten an seinem Handgelenk und dann... Mit welcher Geschwindigkeit? Du willst gehen oder du willst... Ich will gehen. Ich habe ja eh genug Zeit. Ich renne hier nicht.